Jo, liebe Leute, was geht los? Der Onkel Zocke hier am Start. Hallihallöchen! Ich zeige euch heute einen Elektroschocker-Glitch, den ihr machen könnt. Und dann kriegt ihr einen Elektroschocker für den Online-Modus, Leute. Es funktioniert richtig einfach, wie ihr hier sehen könnt. Benutze ich den bereits schon im Online-Modus. Es macht richtig viel Spaß damit, weil ihr wisst ganz genau, im freien Modus kriegt man diesen Elektroschocker einfach nicht so. Als erstes müsst ihr natürlich den Link in der Videobeschreibung beachten, das herunterladen. Und dann müsst ihr die Mission bzw. Capture zocken. Falls ich das falsch ausspreche, sorry Leute. Wie gesagt, herunterladen und dann einfach das Ding starten. Ich habe das für PlayStation 4 und für die Xbox gefunden, leider nicht für PC etc. Und das Wichtigste ist, hier müsst ihr natürlich dann aktivieren in Besitz und aufnehmbar. So, sobald ihr das gestartet habt, ihr braucht natürlich einen zweiten Spieler. Aber sobald ihr das gestartet habt, braucht ihr nur noch die Waffe suchen. Und zwar befindet sich bei mir in dem Fall die Waffe hier. Könnt ihr den Elektroschock schon bereits sehen. Hier, zack. So, den sammeln wir mal ein. Und dann spielen wir das Ding einfach zu Ende, sammeln die Tannenbäumchen da auf oder die Geschenke, was auch immer das ist, was wir hier einsammeln müssen. Zack, sammeln wir ein, bringen das hin, bis die Mission bzw. Capture zu Ende ist. Und sobald das zu Ende ist, müsst ihr ja natürlich dann nur noch hier in den freien Modus begehen. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr schon bereits den Elektroschocker aussuchen, auswählen und das Ding auch natürlich benutzen. Es macht wirklich richtig viel Spaß. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Daumen hoch. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Und am Ende des Videos habe ich eine kleine Bitte an euch. Schaut mal bitte nach, ob ihr das aktiviert habt. Falls nicht, könnt ihr das gerne aktivieren, damit ihr wirklich immer auf den neuesten Stand seid. Wenn ich einen Livestream starte oder ein neues Video hochgeladen habe, seid ihr mal auf den aktuellsten Stand. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das mal ganz gut schauen würdet, ob bei euch das aktiviert ist oder nicht. Ich blende das jetzt in diesem Video natürlich selbstverständlich ein, damit ihr das nachvollziehen könnt, was ich meine. Ja, ansonsten Leute, ich bedanke mich jetzt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, euer Onkel Zocker. Und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Ich bedanke mich herzlich, euer Onkel Zocker.